hier ist mal wieder ein mega interessantes, wie man sehen kann, Amazon Prime Paket gekommen. Oder beziehungsweise Amazon Pakete gekommen. Ist ja logisch. So, was haben wir hier drinne? Das habe ich mir gestern bestellt. Heute da, das liebe ich an Amazon. Es ist einmal von Bestek was. Was ist es von Bestek? So, packen wir es mal aus, lassen wir es eingepackt so. Beziehungsweise erstmal so. 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 Alles ziemlich easy. Muss man wahrscheinlich, ach, das muss man noch nicht mal mehr zusammenbauen. Dann hätten wir hier einmal eine Handyhalterung, die man direkt an den Tisch machen kann. Oder wenn man es hier oben abschraubt, kann man sie auch an den Lüftungsschlitz vom Auto machen. Müsste man natürlich das Teil auch noch mit runternehmen, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich möchte das an den Tisch machen. So, zack, hat man eine Handyhalterung, wo ich den auch dran machen könnte. Ich muss mal schauen, wo ich es dran mache. So, das ist die Handyhalterung. Das ist der für den Lüftungsschlitz. Dann haben wir hier noch eine Halterung. Im Endeffekt dieselbe Halterung, dieselbe Tischhalterung, nur kann man, glaube ich, auch im Auto benutzen, um das ans Armaturenbrett zu machen oder ähnliches, wenn ich mich nicht irre. Nur diesmal haben wir es. Wundervoll. Einfach mal direkt nochmal fürs Tablet. Das heißt, zack, hier rein. Hier eingerastet. Hier festgedreht. So. Und dann kann man noch mal direkt schön sein Tablet da reinklemmen. Gab es jetzt im super Sonderangebot als Double Pack. So, was haben wir hier noch Feines? Clamp. User Manual. Bla 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 bla. Ja. Hier kann man das noch mal sehen, hoffe ich doch. Brauche ich nicht. Zack. Und das gleiche nochmal für den Phone Holder, also für die Telefonhalterung. Ja, war jetzt nichts Besonderes. Funktion habt ihr gesehen. Jetzt seht ihr so mal die Abmessung. Ist schon ziemlich bullig, würde ich sagen. Also bei meinem kleinen Auto, wenn ich das vorne an die Scheibe oder ans Armaturenbrett irgendwie ranschraube, dann sehe ich ja schon fast nichts mehr, aber die Halterung ist perfekt. Das brauche ich eh für meinen Schreibtisch. Ja, das ist jetzt, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Braucht man nicht unbedingt, weil das hat jeder ganz billige Handyhalter fürs Auto und ich weiß nicht, von den Lüftungsschlitzen finde ich das nicht okay, weil das Gewicht, das zieht dann immer die Lüftungsschlitze runter. Nee, das finde ich nicht schön. Aber das hier finde ich okay und auch die Abmessungen sind schön breit. Da passt wohl relativ jedes aktuelle Handy rein. Ansonsten werde ich euch die Teile auch nochmal verlinken, ist klar. Wie immer unten runter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, könnt mir auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr das wollt. Bis denn dann, ciao.